Welcome to Mr. Hilo. Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder mit Northgard am Start. Die gleiche Gruppe wie in der letzten Folge. Ihr merkt, ich mache immer so kleine Intros ohne die. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, gell? Euch die nächste Folge auch reinzuziehen. Das Spiel macht uns einen Heidenspaß. Und lasst gerne bei der Gelegenheit natürlich ein Abo und ein Like da. Würde uns unfassbar glücklich machen. Viel Spaß. Alle drei praktisch. Alle drei müssen das Spiel fortsetzen. Drin, ja, wahrscheinlich. Gebäude oder Arbeit? Gebäude oder Arbeit? Fuck, ich weiß gar nicht, was ich überhaupt machen wollte. Ich weiß auch nicht. Also bei mir seltsamerweise läuft es jetzt besser als vorher, aber gut, ne? Also. Wie, es läuft besser als vorher? Was läuft besser? Naja, so die Statistik. Ich hab grad plus 13 gemacht. Also meine Zahlen stehen gut. Wir müssen okay. Jetzt halt dann langsam. Langsam mal rushen, ne? Langsam muss man. Achtung, wir werden angegriffen, ja moin. Hab ich ja gerade gesagt, alles ist Juden und sowas. Geht aber, oder? Ja. Ich muss nur meine Einheiten langsam mal hier. Ja. Ich weiß halt nicht. Wer. Jona und Johann. Ja, ihr müsstet wir spielen halt gelb, mit. Ihr müsstet halt im ehesten gelb unter Druck setzen da. Ja. Ihr habt da ja so ein gemeinsames Feld mit dem, ne? Ja, ja, also das ist auch definitiv, denke ich, das Nächste, was passiert. Ja. Das fällt jetzt auch schon. Ich weiß halt auch nicht, wie. Was sagst du? Fuck, ja, ich weiß ja jetzt auch nicht, wie viele Felder zum Beispiel der Dude schon hat hier, der Gelbe. Ja, aber er ist ja auf jeden Fall gerade bei 48% oder so. Also, ja. Also ich denke mal, wenn wir ein bisschen da drauf zurückpushen, blöd gesagt, dann müsste das eigentlich ganz gut funktionieren. Ach, der hat da oben Lilla. Okay. Also wie gesagt, bei mir ist eigentlich eines der Hauptprobleme, dass mich dieser Angriff jetzt gerade, das hat mir leider doch ziemlich viel gezogen. Welcher Angriff denn nochmal? Ja, dieser Doppelangriff von seinen Troops da. Kann mich ja gar nicht mehr dran erinnern, was da war. Diesen Schiffen. Ah, ja, okay, genau. Jetzt ist das schon bald hier alles abgebaut. Ja, was sieht das hier? Ja, Zufriedenheit ist gar nicht so schlecht. Ein plus eins hier. Mal wieder so ein Dorfbewohner. Da sollen wir hier die Hütchen aufbauen hier drüben. Ja. Dieser Drecksdrache, der nervt halt. Jo. Ich weiß auch gesagt nicht, was der macht, oder ist das überhaupt ein lila Drache? Nee, der gehört denen gar nicht. Das forscht ist für die praktisch. Der forscht, gell? Er macht gar nichts. Ja. So ach, wer? Nein, der erforscht nur, ja, genau. Okay. Ja, ich bin jetzt gerade so ein bisschen überfragt, was ich jetzt machen soll. Ich sag's ganz ehrlich. Kann man jetzt auch kein fettes Military gerade aufbauen? Nee, also ich da von dem her passt bei mir eigentlich gerade halb. Wie viele Einwohner hast du, Jona? 30. Oh krass, das ist nicht schlecht, ja. Ja, also wie gesagt, das geht so weit. Ja, wie gesagt, ich probiere es auch weiter einfach. Ich habe nur eine verletzte. Ah, nice. Ja, Festmal ist stark. Fällt mir gut. Das wird sehr schön. Das ist meine verletzte Einheit. Ja, gut, die wird schon geheilt. Ja, ja, ja. Eisenmühle, was sind mittlerweile? Judy. Ja,
Der einen muss ich jetzt hier auf jeden Fall noch aufs Schiffle schicken. Schiffle. Der Lilane hier natürlich. Ah. Ja, haben wir irgendwo was, wo wir ihn jetzt under pressure setzen können? Ja, definitiv. Also das eine gelbe Feld hier bei mir wäre, würde ich sagen... Das Koboldlager. Das Koboldlager, genau. Ja. Also das wäre wirklich was, wo ich sagen würde, das würde ich... Da steht ja auch noch ein Turm drin, ja? Also da steht halt eben auch noch ein Turm drin. Und Jakob wird gerade angegriffen. Ah, von Lila. Ah, oh, nee. Lauf. Ja, ich schaff das schon, aber die killen ja jetzt ja wieder meine Dorfbewohner. Mit denen raus. Achso, ja, stimmt, das verchecke ich irgendwie immer. Rennt er auch wieder weg? Boah, asozialer Penner, ey. Richtiger Assi-Move. Ja. Also. Oh, Jötnar-Schiffe wurden bei mir in der Nähe gesichtet. Jakob, ne? Jo, die kommt zu mir. Oh nein. Ach, es ist von Blau. Von Lilla. Ja. Wieso kann der das? Digga, keine Ahnung. Ich bin mal on the way, gell? Also. Ich auch. Oh nein. Ich war ein Seefahrer. Dann kann ich. Na ja, gut. Bin bereit? Ich bin da, Jona. Okay. Oh, nee, nicht Nahrung. Nahrung ist doof. Dann ist gute Abbrechen. Ich darf keine Nahrung verlieren. Das ist nicht gut. Hier, mit wem handel ich? Braucht jemand Holz? Nein, danke. Also, du kannst gerne mit mir Holz handeln, wenn du möchtest. Ja, dann komm, machen wir es. Ich meine, das bringt dir ja auch Geld. Ne? Ja, das meine ich ja. Es bringt mehr Geld und so. Ja, ja, genau. Jetzt gar kein Healer mehr, nee. Was ist denn das hier? Der baut da den Turm. Ja, der Gelbe ist schon wieder der Oberstruggle. Jedes Mal diese scheiß Gelben, Alter. Das ist... Okay. Was sind denn hier meine Konsorten? Gut, die stehen hier oben rum. Dann könnten wir eventuell müssen wir halt da. Ja, lass mal gelb da bei diesem Lager angreifen. Ja, ja, gleich. Ich muss hier noch schnell eine Verteidigung halt aufbauen, dass wenn ich dann quasi nicht da bin, blöd gesagt, dass das hier dann halt stehen bleibt, weil mich Nieder da halt auch die ganze Zeit angreift. Ich wollte jetzt damit nicht sagen, musst du machen, sondern wollte eher sagen, nee, so, komm. müssen wir leider schon warten. Na? Also aktuell steht er da mit 8, 10, 11 Leuten drin. Boah, ich habe halt nur 3. Gut, aber ich habe die Kriegstreiberin da und den... Hat er da einen Turm drinnen? Nee, noch nicht, deswegen, also würde ich halt das Thomas Zornfeld möglichst schnell versuchen. Ja. Schon blöd gesagt. Ich habe jetzt 5 Einheiten, könnte halt gleich nochmal 2 holen, aber das müsste doch erst doch da. Achso, nee. Ich dachte jetzt eigentlich woanders. Ich dachte eigentlich das Koboldlager drüber. Achso, ja. Nee, wir können aber auch in dieses Forst vorn. Oh, warte mal. Ah, fuck, nein, jetzt kommen ja erst die gefallenen Seefahrer. Ah, ja, ich voll vercheckt. Hab ich schon wieder ganz vergessen. Wobei.
Also, ja, bei mir. Bei mir geht's auch. Sie haben halt auf jeden Fall was gekillt, ne? Das da, ich muss jetzt zum Beispiel schauen, was. Okay, sie haben auf jeden Fall einen Brauer gekillt. Und alle gehen wieder in die Arbeit, das finde ich subi. Holzfäller, gehst du mal wieder zurück zu deiner Arbeit. Und meine Konsorten hier bitte hier hin. Was haben wir hier? Bauer, abgebaute Vorkommen höre ich immer gerne. Dann kann man nämlich dieses Kackgebäude hier wegmachen. Das ist richtig. Na gut, ich komme jetzt. Also, Thorst Zorn. Ja, warte. Einen Moment. Jetzt. Ich bin jetzt auf dem Weg. Oh, warte mal. Nee. Stopp. Was ist? Da kommt gerade der hier mit einer Armee. Jetzt warte mal ganz kurz. Ja gut, er ist da jetzt halt nur hingelaufen. Er ist jetzt. Schafft ihr das auch zu zweit? Keine Ahnung. Weil hier wohin? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Er ist jetzt gerade braun, ist jetzt gerade mit seiner kompletten Armee bei Lila unten bei mir ins Feld rein. Gut, jetzt geht er wieder. Okay. Ja, weil ich habe jetzt gerade meine Strukturen, habe ich gerade vor dieses komische Koboldlager dargestellt. Ja, ich habe jetzt auch gerade Söldner bei ihm reingeschickt. Ja. Ja, gut. Was hast du jetzt da gerade? Ach so, ja, okay, nee, dann warte, dann gerade. Gut, dann geh mal drauf, oder? Warte, noch nicht. Ich bin halt noch nicht da, so. Okay. Wo soll ich jetzt überhaupt hingehen? Welches können wir jetzt einnehmen? Thorst Zorn oder das andere? Johann ist halt bei dem anderen. Ja, ich dachte hier bei dem bei mir in der Nähe. Oder ist das falsch? Sehe ich das jetzt nicht richtig? Nee, passt schon. Also. Jetzt kommt der halt wieder auf die andere Seite. Okay, Jakob kommt auf die Seite gerade. Okay, gut, dann clashen wir uns. Hier. Ist Johann auch da? Warte, wenn ihr 2 Sekunden wartet, dann ist sogar noch mein letzter Mann da. Dann gehen wir einfach da rein und gucken, weil da ist auch noch ein Steinlager, das kann ich immer für euch snacken. Genau, ne? Da oben diesen Brunnen habe ich leider immer noch nicht, aber das werde ich jetzt gerade währenddessen mal kurz besiedeln. Oh ja, komm rein, oder? Wer hat am meisten Truppen? Warte, ich muss schnell hinschauen, stopp. So. Jetzt. Dann würde ich sagen, zuerst auf den Turm, oder? Zuerst auf den Turm, denke ich. Ja, da sind ja gerade eh keine. Okay, let's go! Was ist jetzt? Nee, sorry, ich dachte, ich hätte irgendwie. Was ist denn jetzt? Alles gut. Weiter. Ich gehe auf den Kriegsherrn mit meinen Truppen. Ja, das hallo. Was ist? Nix, alles gut, ich muss kurz meinen Kriegsherrn heilen. Weil ich hab eh schon so wenig Bewohner, wenn die jetzt auch noch verrecken. Oh, what the fuck? Ja, meine Schildmaid stirbt jetzt halt, ne? Ja. Ich meine, Berserker wird auch sterben, denke ich. Aber wenn jetzt. Stark. Hammer. Hammer, gut. Hammer gekriegt, okay. War zwar kritisch, aber haben wir hingekriegt. Ja. Habt ihr Kriegsverluste erleiden müssen? Was hab ich? Große Verluste? Ein bisschen, aber nicht viel. Passt schon. Okay. Ja. Der kommt da nochmal, glaube ich. Ja, dann versuch du den aufzuhalten, Jonah. Ja, schon. Ich hab, wie gesagt, die Schildmaid müsste da irgendwo rumlöbern. Ja, die kämpft schon wieder fleißig mit. Gut. Check, haben wir geschafft. Also Schildmaid ist da, die hilft. Das mein gefällt hier, das rote? Nee. Oder geht das? Ja, dein rotes Feld wird hier gerade gezogen. Weiß nicht. Ich kann es leider nicht einnehmen in das Gebiet, weil ich nicht direkt ransiedle mit seinem Berserker. Ich brauche 330 dafür. Oh, Leute, hier. Da kommen wieder. Ist noch eine Truppe von denen drin irgendwie. Kannst du. Ja, warte, geht schon. Passt schon, die kriege ich schon hin. Okay, meine Milizen haben das verteidigt. Dann kann ich es besiedeln. Perfekt. Wenn ihr. Gut, du besiedelst gerade. Ja, oder wolltest du es haben? Nee, passt, ist gut. Okay, dann baue ich da auch schnell den Turm rein. Weil ich stehe jetzt da mit meinen Troops. Ich mach auch gerade ganz gut. Am ehesten wäre jetzt halt auch noch die Überlegung, dass wir halt auch gelb das Thorst Zorn auch noch nehmen.
Ja, das würde halt, glaube ich, viel ihm schaden. Aber ich glaube, ich brauche... Oh nein. Die gehen auf, wieder auf mich. Auf dich, ja, ich komme. Bin gleich da. Ich habe jetzt leider ein bisschen Problems, aber... Ich würde jetzt gerne, dass meine Miliz da als allererstes mal drauf geht. Warte, Jona, ganz kurz noch. Lass vielleicht erst die Miliz kurz fighten. Ja, okay. Dann, ja, ich weiß nicht, wo meine Einheiten sind. Okay. Ja, wohl. Wo sind denn da ist der Rest meiner Einheiten? Ja, lass drauf gehen jetzt. Ja, passt. Weil die wieder meine... Ja, alles gut. Packt ihr das? Weil ich kann auch dazukommen. Ja, ja. Ich deck nur gerade diesen einen Bereich hier ab. Nee, ich glaube, wir haben es geschafft, oder? Ich deck nur deinen roten Bereich gerade ab. Da stehe ich gerade safe, während der Turm aufgebaut wird. Nee, weil es eher so, nur dass ihr wisst, dass ich jetzt nicht unbedingt direkt... Das ist auch gut. 3 von 3, 2 von 4. Wie viel sind hier? Boah, krank. Okay, ich kann es auf jeden Fall ein bisschen was machen. Meister der Lehren habe ich gerade 5 Stück. Also ich mache ordentlich Progress. Ja, ist doch gut. Ah, da geht bei mir gar nichts. Da fehlen sie halt auch da die ganze Zeit. Gut, Gelb steht halt immer noch da direkt vor uns. Ich weiß nicht. Ja, ich denke, der wartet auch drauf. Ich stelle mich halt mal mit meinen Leuten wieder... Ja, haben wir irgendeinen Plan? Also gibt es irgendwas, was ihr sagt, was uns jetzt weiterhelfen könnte? Ja, ich würde jetzt dieses Tor Zorn als erstes mal einnehmen. Ja, also Tor Zorn wäre auch definitiv das nächste, was ich... Ja gut, dann lass uns da, dann stelle ich schon mal dein Ding rein, weil Tor Zorn steht ja dann von unten. Weil genau. Also die sind jetzt gerade geheilt. Dieser Panzerbär ist ja defensiver Charakter, der hilft ja defensiv. Ja. Verdammt. Schneesturm. Fuck. Das ist jetzt halt gar nicht gut. Also wir können halt entweder schauen, das davor noch zu machen oder halt im nächsten neuen Jahr. Ich hab halt auch in meinen ganzen Gebäuden fehlen halt überall Leute, weil die halt ständig da meine Jungs gekillt haben. Ja, klar. Sehe ich. Jetzt unglücklicherweise langsam mal Stein, aber das. Also ich habe jetzt 4 Truppen plus die 2. Ne, 2 Truppen plus die. Oh, wer ist braun? Der hat auf jeden Fall seinen Kriegshäuptling da schon stehen, gell? Ja. Also wenn ihr den seht. Ja, wir könnten halt theoretisch das Feld noch vor dem Winter einnehmen, aber das wird halt wieder übelst Einheiten kosten. Wir werden angegriffen, wo werde ich schon wieder angegriffen? Von was? Wieder von irgendeinem Wolf? Wieso werde ich da eigentlich ständig von irgendeinem Wolf angegriffen? Aber da ist noch so ein Wolf. Weil da dieses Wolfsfeld mit dem Eisen drin ist, da oben noch ist. Und solange das quasi da ist. Warte mal, halt komm Leute, dann lass mich bitte ganz kurz das Feld da oben mal wegklatschen. Da ist noch Eisen drin. Das nervt mich jetzt gerade brutal. Macht das auf jeden Fall. Bevor mich die da jedes Mal wieder angreifen, das nervt ein bisschen. Ich brauche dringend noch einen Dorfbewohner. Eigentlich müsste jetzt im Moment einer kommen, dann kann ich da oben dieses eine Häuschen da nochmal aufbauen. Das wäre auf jeden Fall wichtig. Ja, nee, klar. So, kill ich nämlich da die Wölfe kurz. Es gibt mir auch ein bisschen plus militärische Erfahrung und so ein Stuff, ne? Ja. Und dann gucke ich, dass ich... Boah, 330, ob das so klug ist vorm Winter, aber scheiß drauf. Muss sein. Da ist nämlich ein Eisenvorkommen drin. Hat sich gelohnt. Ist mir plötzlich egal. So, dann komme ich wieder vor. Ja. Ich stelle mich schon mal hier zu dem Tor Zorn gedöns, oder stehe ich jetzt richtig? Nicht, dass ich jetzt aus Versehen schon angreife. Nee, ich stelle mich mal hier. Ich habe alle Pelzmäntel. Wo hat er denn alle? Ihr habt alle Pelzmäntel, oder? Ich habe Pelzmäntel, ja. Wie Pelzmäntel? Wo habe ich Pelzmäntel?
Also, dass die Truppen nicht frieren. Nee, weil dann machst du deutlich weniger Schaden. Ich guck gerade, wo ich das hab. Wo steht das? In der Forschung ist unten rechts so ein Icon mit so einem traurigen blauen Gesicht. In der Forschung? Ja, in der Forschung, Pelzmäntel. Oder da halt, ja. In der Mitte, bei Waffen. In der zweiten Stufe. Waffen, zweite Stufe. Hä, ich hab das nicht. Oder wo muss ich genau gucken? Steht unten rechts über deinen Leuten, ist da so ein Smiley, das so erfriert guckt. Nee. Nur bei meinem Panzerbär. Ja, oder du... Ja, nee, das ist halt... Aber der Panzerbär kann ja eh nicht mit. Also es passt alles. Also wir können gerne... Ja, ich muss nur kurz gucken, sorry, ich hab... Alles gut, wenig passt schon, Holz. Passt schon. Ich hab zu wenig Holz, ich muss gucken, dass ich irgendwie... Die Leute nicht erfrieren. Scheiß Schneesturm. Ja, der nervt jetzt brutal. Ich überlege auch die ganze Zeit, was ich jetzt machen könnte. Theoretisch könnte ich einen Händler abziehen und den mal zum Holz machen. Oh nein. Oh nein, ich kann's nicht mehr. Ja, nee, ist bei dir, Jona. Ja, hat er ja gerade gesagt. Boah, wie lange brauche ich denn da? Boah, die killen halt auch immer so viele Einheiten. Und die rennen halt auch dann immer alle hin, ne? Das ist so bitter, die ganzen Dorfbewohner. Ja. Aber gut geklärt, kein Problem. Kein Problem. Das einzige Problem ist, dass die Leute krank werden, wenn sie frieren. Das geht bei mir gerade, aber ich habe jetzt dann gleich keine Nahrung mehr. Das wird ein bisschen heftig. Aber eigentlich müsste er jetzt gleich aufhören. Ja. Oh, minus 41 Zufriedenheit. What? Oh shit. Ach fuck, jetzt greife ich mich hier auch noch wieder an. Okay, aber Schneesturm ist vorbei, also uns geht's wieder gut. Jo. Ja, wie, wo greift dich wieder an? Nein, ich habe da halt keine Einheiten drin, die konkern da quasi jetzt gerade einfach so das Feld, aber auch nur mit zwei Einheiten. Ja gut, dann bleib ich nämlich beim Ding. Alles gut, ja, bleib da. Beim Mugging Coffee! So, du machst mal fleißig, wie viel hier? 2 plus 2. Gut, passt. Das geht hoch, das geht hoch, das passt. Plus 9. Ja, alle erreichen 800 und ich lungere bei meinen 527. Das ist Braun hat gerade diesen Wyvern besiegt. Was? Ja. So, dann haben sie es halt im Team besiegt. Ja. Fuck, da haben wir jetzt schon wieder übelst gepennt. Yep, ja, ich war gerade jetzt mit dem Schneesturm. Ja, alles gut. Ich hab mich ziemlich zerlegt. Das ist schon alles gut. Ja, wir müssen jetzt. Wir müssen jetzt mal gelb, wir müssen jetzt mal gelb pushen. Da. Wir müssen, Jona ist der, ja, der von Jona ist der, der gepusht auch, wird. Wir Jona, machen jetzt mal diesen. Der Könige bauen. Ja, wir machen jetzt mal da diesen komischen. Ja, wir müssen jetzt dieses Feld ja klären, egal ob wir dann Einheiten verlieren oder nicht, aber das bringt jetzt sonst alles nichts, leider. Ja. Auf jeden Fall. Sehe ich genauso. Absolut. Mein Problem ist nur, dass die Leute... Alle verletzt sind wahrscheinlich, ne, bei dir? Alle verletzt sind, ja. Holy fuck, die sterben die alle weg. Wenn's jetzt blöd läuft. Ich hab grad keinen einzigen Kranken mehr. Das ist mein großes Glück. Aber wie schaut's denn mit deinen Einheiten aus? Die werden ja jetzt zuerst geheilt. Ja gut. Dann müssen es halt Jon und ich eventuell allein probieren. Aber weil ansonsten haben wir das jetzt gleich wieder verloren. Ja, wobei der erst bei 80% ist. Mhm. Ja, aber der. Oh, der kommt hier rüber, der kommt hier in dieses rote Feld. Zu dritt, die kommen hier alle rein. Okay, warte, ich komme. Wenn sie jetzt dieses Feld einnehmen, dann hat das Geld, glaube ich, gewonnen. Ich renne mit allem, was ich habe. Mein Bär hilft euch auch. Der ist auf jeden Fall am Start. Der kann auf heimischem Gebiet kann er erkennen.